Moin, liebe Kreuzfahrtfreunde, hier ist für euch wieder der Alex aus dem Heimathafen und es ist wieder Zeit für den Cruise Alert, die Kreuzfahrtnachrichten der Woche aus dem Heimathafen, eurem Kreuzfahrtreisebüro des Vertrauens. Ihr Lieben, es war wieder einiges los und heute, am Tag der Deutschen Einheit, geht es auch um Kreuzfahrten. Ich lasse keinen Feiertag aus, weil in Österreich ist kein Tag der Deutschen Einheit. Und in Deutschland feiert man den Tag zurecht. Und warum das auch für uns im Heimathafen so wichtig ist, verrate ich euch jetzt in diesem Cruise Alert. Und unter anderem auch, wenn es ums Thema AIDA geht, habe ich ein paar Infos. TUI Cruises, Arosa ist heute mit dabei, Explorer Journeys. Ich habe was zu der alten Arkona. Seid also gespannt, bleibt dran und freut euch drauf auf den Cruise Alert diese Woche. Tag der Deutschen Einheit, ihr Lieben, das ist ein besonderer Tag und zwar der Tag jährt sich zum 34. Mal und 35 Jahre ist der Mauerfall her, Freunde. Also 34 Jahre, Tag der Deutschen Einheit, was ganz Besonderes, wir, Maria und ich zum Beispiel, wir kommen aus der guten alten DDR, Deutsche Demokratische Republik, sind als Kinder dort aufgewachsen. Dann kam die Wende und schon hat sich das gesamte Leben nicht nur für euch vielleicht, sondern auch für uns verändert. Denn wir beide hätten uns sicherlich nicht träumen lassen, dass wir mal in Salzburg landen, beziehungsweise in Laufen, wo die Maria wohnt, auf der anderen Grenzseite. Also es ist doch in der Zeit viel passiert und so ein schöner Tag, so ein schöner Feiertag, da muss man innehalten, da kann man sich auch mal ein bisschen die Zeit nehmen und auch mal gucken, was man in diesen 34 Jahren alles erlebt hat. Vielleicht ist es bei euch nicht ganz so gravierend, aber ich denke, viele von euch, die zuschauen, die erinnern sich noch ganz genau, was sie zu der damaligen Zeit als, ich glaube, Grabowski hieß der, der das gesagt hat, der Pressekonferenz, ab wann jetzt diese Ausreisefreiheit sei. Und er sagt, ich glaube, das gilt ab sofort. Freunde, das ist so wie der 11. September, nur dass der nicht so ein freudiger Tag war. Man wusste auch an dem Tag, was man noch gemacht hat. Und ja, das dazu. Wir haben heute genug Themen. Trotzdem wollte ich es erwähnt haben. Es ist was Besonderes und das muss man auch feiern. 3.10. So, ihr Lieben, es gibt vieles. Wir hatten ganz lieben Besuch im Heimathafen. Und zwar mein Pärchen, was an meinem Geburtstag vor 40 Jahren, am 13. April, 1984 geheiratet hat, die haben mich besucht. Ganz, ganz nett. Brigitta und Walter, die waren mich hier und haben Kuchen mitgebracht aus Augsburg. Und da haben wir schön morgens schon gleich mal einen Kuchen gegessen. Da habe ich meine 18-6-Regel ein bisschen, da habe ich meinen Joker-Tag gezogen. Aber es war fantastisch, war ein schöner Austausch. Und ich habe mich auch gefreut, und zwar Barbara und Karl waren da. Die haben mich auch besucht, kommen auch aus Bayern. Und die haben die Weltreise gemacht. So, und da haben wir schön geschnackt drüber letztes Jahr. Sie freuen sich auch auf nächstes Jahr. Da haben sie mich auch noch eine schöne Reise vor sich. Und ja, und die beiden haben auch schön erzählt. Es war wirklich ein wirklich nettes Zusammenkommen. Und alle vier verbindet eine Gemeinsamkeit. Und zwar sind sie über den YouTube-Kanal, über den Cruise Alert auf uns aufmerksam geworden. Das freut mich ganz besonders. Und ich weiß, viele von euch schauen uns schon seit über 2 Jahren, seitdem es den Cruise Alert gibt. Und Julia sagt, ich soll auch gerne nochmal ein herzliches Dankeschön loswerden, dass ihr so fleißig immer schaut. Und es macht wirklich Freude. Wir haben mit 20 Zusehern angefangen und sind jetzt immer so in der Woche bei 3.000 bis 4.000 Zusehern. Und es macht uns wirklich Spaß. Und wenn ihr Lust habt, Julia sagt immer, Algorithmus ist wichtig. Uns ist egal, wie viele zuschauen. Hauptsache, die zuschauen, sind begeistert und dabei. Aber wenn ihr Lust habt, liken und abonnieren, das ist so die moderne Zeit. Und nochmal einen Kommentar drunter schreiben, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat. Wir sind für alles dankbar und froh und freuen uns, dass ihr mit dabei seid. So, ihr Lieben. Und da wollen wir jetzt auch mal gleich noch weiter privat werden, denn wir haben im letzten Wochenende innerhalb der Familie, wir sind eine Kreuzfahrerfamilie, mein Vater ist ja zur See gefahren in den 80ern auf dem Traumschiff der DDR, auf der Arkona, MS Arkona, und hat dort schöne Jahre verlebt. Und am Wochenende, Freunde, am Wochenende, das vergangene Wochenende, gab es ein Arkona-Treffen. Und zwar von ehemaligen Crewmitgliedern. Und Leute, das ist wirklich verrückt. Und zwar, da haben sich über 250 Leute gefunden zu diesem Wochenende in Linstow, im Ferienresort Linstow. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern zwischen Malchow und Rostock. Und Leute, das war wirklich schön. Ich habe ein paar Bilder für euch. Was sind das für Leute gewesen, die da gewesen sind? Das sind Leute gewesen, die zusammen die Zeit auf der Arkona verbracht haben, dieses Crewleben und das, ihr seht, die,
wenn so viele Leute nach über 30 Jahren zusammenkommen, dann ist das was Besonderes. Unter anderem mit dabei Detlef Harms, langjähriger AIDA-Kapitän, auch mittlerweile in Rente. Detlef kenne ich auch sehr gut, weil mit Detlef bin ich auch einige Male zusammengefahren. AIDA Stella haben wir gemeinsam in Dienst gestellt, er als Kapitän, ich als Entertainment Manager, der war vor Ort. Zum Beispiel war noch, ich habe es aufgeschrieben, und zwar Volker Zausch war mit dabei, der war auch vor Ort. Der ist auch lange Jahre für AIDA gefahren und dann nachher aber hauptsächlich auf der Arkona früher als Kapitän. Und Arndt-Peter Böttcher ist auch da gewesen, der ist auch auf der Arkona gefahren und dann nachher auch noch bei Seetours und AIDA. Also drei Kapitäne, die unter anderem da waren. Detlef Stremlo war noch mit dabei, der ist Chief Engineer gewesen bei AIDA nachher, ist auch schon auf Arkona-Zeiten unterwegs gewesen. Also ihr seht, da sind Leute dabei, die dann nachher auch bei AIDA lange Jahre noch gearbeitet haben und das Unternehmen geprägt haben. Und ja, Detlef Stremlo ist ja immer noch bei AIDA, ist da so auch immer noch für diese ganze, ich glaube sogar Technik, New Building und so mit dabei. Den kenne ich auch noch von AIDA. Also ich will euch nur sagen, es war ein schönes Treffen. Man trifft sich, man tauscht sich aus und wir haben im Heimathafen in Rostock, Freunde, einige tolle Exponate von der alten Arkona. Eine Uniform von meinem Vater habe ich da noch stehen. Ich habe sogar die Maschinenbücher von der Arkona als Leihgabe bekommen. Die habe ich dort, da kann man nachschauen, was am Tag des Mauerfalls, wo die lagen, an dich und es ist wirklich verrückt. Ich habe alles. Ich bin ein absoluter Fan und genau, ihr Lieben, das wollte ich euch nur mal kurz mitteilen. Mein Vater war vor Ort und hat, eigentlich wollte er mit ein paar Kumpels, dann, die waren ja zwei Nächte dort, wollten sie noch Samstag ins Geschäft in Rostock gucken, aber ging nicht, sagt er, ging nicht. Es war von uns Jungs, die wir uns da getroffen haben und abends noch bis um vier zusammengesessen haben, keiner in der Lage, mit dem Auto nach Rostock zu fahren. Also ihr seht, da wurde also in alten Zeiten gespielt. Richtig schön. Freunde, lasst uns loslegen. Ich habe für euch auch noch andere interessante Themen. Und zwar möchte ich heute zum Beispiel euch mitteilen, was mich auch bewegt hat die Woche. AIDA Cara ist ja verkauft worden. Die fährt ja unter dem Namen Astoria Grande gerade für eine russische Firma im Schwarzen Meer im Hin und Her. Und anscheinend gibt es nicht mehr so viele, die mitfahren wollen. Das Schiff steht aktuell zum Verkauf. Also wieder, leider Gottes, nach zwei Jahren, wo sie unterwegs gewesen ist im Schwarzen Meer, steht sie bei einer amerikanischen Seite auf der Seite zum Verkauf. Wer von euch 40 bis 50 Millionen US-Dollar hat und auch mit den Unterhaltskosten gut zurechtkommt, der kann sich darüber Gedanken machen, ob er dieses Stück Kreuzfahrttradition kaufen möchte. Ja, ich glaube nicht, dass da einer zuschaut, der so viel Kohle hat, das dafür auszugeben. Aber ich wollte es einfach mal sagen, hat mich bewegt, irgendwie ein bisschen wieder in Gedanken geschwelgt. So ist es nun mal. Zum Thema AIDA Weltreise. Unsere Gäste, die dieses Jahr auf die Weltreise gehen mit AIDA Sol, die sind schon aufgeregt, die freuen sich drauf. Wir haben zu einigen schon Kontakt. Heute werde ich nochmal alle anrufen, um noch ein paar Sachen abzustimmen. Wir haben soweit jetzt unser Reisetagebuch fertig für die Weltreisegäste, die sie von uns bekommen. Und die freuen sich da schon drauf, weiß ich. An- und Abreise checken wir nochmal für einen Gast. Müssen wir jetzt nochmal einen Reisepass neu beantragen, weil der hat keine 10 Seiten frei auf im Reisepass. Freunde, ganz wichtig. Und das kriegen wir aber auch gut hin. Das hat die Maria ganz gut koordiniert. Und ja, und da sind wir gut drauf. Und für die Gäste, die nächstes Jahr die Weltreise geplant haben mit AIDA Diva 25, 26 und die Routenänderung jetzt bekommen haben, für die ist ganz wichtig nur zu wissen, dass am 10.10. diese Reise wieder frei ist, weil momentan kann man auf diese Reise nicht zugreifen. Dann ist sie auch frei, dass man dort wieder Veränderungen machen kann und Sachen anlegen kann und genau. Also für alle, die sich das interessiert, ab 10.10. ist dann das Ganze auch wieder buchbar. Das heißt, Gäste, die jetzt Interesse haben, diese Reise zu buchen, können dann am 10.10. darauf zugreifen. So, was habe ich noch? Achso, in dem Zusammenhang, vielleicht ganz interessant, für die Gäste, die es betrifft, die schon gebucht haben, bis zum 17.10., habe ich das letzte Mal ja schon gesagt, ist die Möglichkeit, dass man von der Reise zurücktreten kann. Man kann die Reise im Rahmen vom Premium-Tarif natürlich auch einmal kostenfrei umbuchen, auch nach dem 17.10. Für die Versicherungen, die über AIDA abgeschlossen wurden, also so ein AIDA-Tarif, die werden einfach verlängert. Das machen wir alles für euch, gar kein Problem, wenn es euch betrifft und ihr einer von den 22 Kabinen seid, die bei uns ihre Weltreise gebucht haben.
Dann habe ich für euch noch die neuen Kabinenbezeichnungen. Ich blende sie euch mal ein. AIDA hat also auf der Sphinx-Klasse und auf der Hyperion-Klasse die Kabinenbezeichnung geändert und natürlich auch auf AIDA Cosma und AIDA Nova. Ja, warum macht man das? Ganz einfach, um ein bisschen mehr Klarheit zu haben. Es, dieses mit Veranda-Kabine Deluxe mit Lounge, die heißen jetzt zum Beispiel auf der Perla und auf AIDA Perla und AIDA Prima Veranda-Kabine Deluxe mit Loggia. Hört sich so ein bisschen russisch an, Loggia, ne? Aber es scheint richtig zu sein, genau. Ja, die wurden geändert, aber was viel wichtiger ist, was ich euch mit an die Hand geben möchte, ich glaube, es ist nicht so vielen aufgefallen, aber eine ganz wichtige Bezeichnung wurde verändert und auch klargezogen, muss man sagen. Bei AIDA Perla und AIDA Prima war es immer so, im Vario-Tarif, da wo man die Kabinennummer sich nicht aussuchen konnte, konnte man ja immer, ist es ja auch heute noch so, eine Kabinenkategorie bestimmen. Und zwar zum Beispiel Innenkabine Vario möchte ich haben, dann kriegst du eine Innenkabine Vario. Oder Verandakabine Vario, kriegst du Verandakabine. Es gab eine Kategorie im Vario, und zwar war das die Kategorie Panorama, Balkon und Verandakabine Deluxe. Die beiden Kategorien, also die Panorama-Balkon, sind die oben am Patio-Deck, Deck 16. Die Kabinen sind ja sehr beliebt, weil die einen eigenen Bereich haben. Und die Verandakabinen Deluxe mit Lounge, die sind ja die mit diesem jetzt Loggia, diesem Extra-Raum und Balkon. Und man hat sich immer ein bisschen geärgert, weil man dann von den beiden Kategorien eine zugeteilt bekommen hat. Und es war dann die Lounge und hat eigentlich sich gefreut auf Patio Deck, aber hat es nicht gekriegt. Jetzt hat man das Ganze klargezogen. Und zwar gibt es jetzt eine eigene Veranda, eine eigene Kategorie im Vario. Und zwar ist es nämlich die, ich habe es mir hier aufgeschrieben, Panorama-Kabine. Und wenn du die Panorama-Kabine buchst im Vario, ist das die Panorama-Veranda-Kabine am Patio-Deck. Das wird extra jetzt so beschrieben. So, vorher hieß es nur Panorama-Kabine. Und wenn ihr jetzt die Kabinenkategorie auch im Premium euch anschaut, dann ist es nicht VP, sondern PV, Panorama-Balkonkabine, und da heißt sie dann trotzdem Panorama-Verandakabine am Patio-Deck. Beides jetzt eine gleiche Bezeichnung und ganz klar unterschieden, wenn ihr euch jetzt für einen Vario-Tarif entscheidet und ihr entscheidet euch für die Panorama-Verandakabine am Patio-Deck, bekommt ihr auch eine Kabine am Patio-Deck. Das finde ich ist essentiell wichtig gewesen, das zu machen. Und Suitenbezeichnungen haben sich auch noch ein bisschen geändert, aber das ist jetzt nicht der große Unterschied. Da geht es nur um die Bezeichnung, damit es ein bisschen klarer ist. So, was habe ich noch für euch? Ich habe noch eine schöne Aktion von AIDA, wo wir noch bei AIDA sind, möchte ich das Ganze damit auch abrunden. Und zwar gibt es jetzt Tag des Lächelns, und das ist eine Aktion, die gab es im letzten Jahr auch schon. Vom 2.10. bis zum 14.10. gibt es Angebote. World Smile Day ist es ja auf der ganzen Welt, genau, Tag des Lächelns. Und in dem Zusammenhang hat AIDA eine schöne Aktion. Gibt es ein paar ausgewählte Reisen, die ihr gerne auch zu bevorzugten Terminen buchen könnt. Dann habe ich, um das Ganze noch weiter abzurunden bei AIDA, noch ein anderes Thema bei AIDA, was ich euch gerne mitteilen möchte, was mir aufgefallen ist. AIDA hat eine Weihnachts- und Silvesterreise mit AIDA Perla aufgelegt, und zwar ab Curaçao. Nicht 14 Tage, wie normalerweise die Karibikreisen sind, sondern 12 Tage. Warum? Ganz einfach, weil man mit diesen 12-Tage-Reise in den Ferien bleibt und somit auch für Familien attraktiv ist. Deswegen jetzt die Möglichkeit, 12 Tage Karibik mit Overnight in Curaçao, das zu buchen, und dann könnt ihr mich in der Ferienzeit mit eurer Familie über Weihnachten und Silvester an Bord von AIDA Perla verbringen. Richtig schöne Sache. So spontan eine Route noch zu ändern, ein Abfahrtsdatum zu ändern und reinzunehmen. Es gibt nur Flüge von Düsseldorf, habe ich gelesen. Genau, ja, als Charterflüge. So, ja, so schnell geht's. Kommen wir zu Arosa. Arosa hat im November 10 unterschiedliche Special- und Eventreisen. Wenn ihr also jetzt im November, sagt der Monat, da möchten wir noch irgendwas machen, vielleicht eine Flusskreuzfahrt mit Arosa, gibt es dort bestimmte Themenreisen, um gerade in diesem, sagen wir mal so, Monat, November, den keiner braucht eigentlich, wie Februar, finde ich. Ja, könnt ihr da was Schönes machen. Gibt unterschiedliche Themen, schaut gerne mal rauf, kontaktiert uns so, wenn ihr euch das interessiert, und dann sagen wir euch genau, welche Themen es sind. Es sind einfach zu viele, um jetzt hier den Grußalert damit voll zu kleistern.
Mach das mal. Ich wollte es nur loswerden. Dann, TUI Cruises. Ein ganz interessantes Thema bei TUI Cruises. Und zwar die Mein Schiff 7 ist ja jetzt von Warnemünde im Ostsee, wo sie unterwegs war, wo ich noch an Bord war bei der Cruise-Konferenz, ist sie ja das erste Mal jetzt in Hamburg eingelaufen in der letzten Woche. Und dort fand dann eine ganz interessante Veranstaltung statt. Und zwar feiert ja RTL exklusiv mit Frauke Ludewig. Also das ist ja Teil meiner Kindheit eigentlich, dass wir immer RTL exklusiv geguckt haben und dann RTL explosiv. Vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch daran, das waren so die Hardcore-Themen dann aus der wirklichen Welt. Die anderen waren so ein bisschen exklusiv, ist immer RTL exklusiv, ist immer ein bisschen mit Frau Ludewig, ist ein bisschen Promi-Showbiz und so. War immer, genau, das war immer vor RTL aktuell, dann kam RTL aktuell und dann kam RTL explosiv, genau. So war es früher in den 90ern. Egal. Jedenfalls feiert diese Sendung mit der Frauke Ludewig 30 Jahre Jubiläum. Und das Ganze hat man an Bord von der Mein Schiff 7 gefeiert. Mit D, F und Z und C und B Promis. Die waren alle eingeladen. Da waren also einige bekannte Gesichter dabei. Gibt es auch ein Video von TUI Cruises. Könnt ihr gerne mal raufschauen und euch das angucken. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist ganz interessant. Jedenfalls war auch die Frau Meier da. Das ist also die Verantwortliche für TUI Cruises. Das Ganze war wirklich ein schöner Rahmen, da roter Teppich ausgerollt mit Fotowand und so, wie es also gehört, also eine schöne Sache. Und da muss ich ja wieder sagen, ich habe euch ja damals gesagt, bei der Indienststellung zu Mein Schiff Relax, zu der neuen Schiffsklasse, dass ich glaube, dass es durch, ich glaube, es wird ein bisschen internationaler auf diese neuen Schiffsklasse, habe ich euch ja gesagt. Und ich habe euch ja gesagt, woran man sich so ein bisschen mit diesem Relax, mit dem X, vielleicht an Celebrity orientiert und so, gehört ja zu einem großen Konzert von der Royal Gruppe, wozu ja auch TUI Cruises dann zu 50% gehört. Jedenfalls bei RTL exklusiv habe ich so an Celebrity gedacht und Celebrity, also dieses übersetzt, sind das ja wichtige Personen, also wie nennt man das? Berühmtheiten, Celebrities, ja, keine Ahnung. Aber es passt wieder zusammen, ne? Da schließt sich wieder der Kreis, Freunde. Celebrity, TUI Cruises macht jetzt ein bisschen hier mit Promis und so. Mag ja nur ganz unterstes Niveau sein der Verbindung, aber ich fand es sehr schlüssig in meinem Kopf, muss ich sagen. Dass man sich jetzt da auch so ein bisschen für den Markt positioniert und in der Wahrnehmung der Leute wahrgenommen werden möchte. Robbie Williams kurz vorher verkündet, internationaler Star und als Wohlfühlbotschafter. Ja, es ist interessant. Da passiert einiges bei TUI Cruises und sie versuchen sich da am Markt so ein bisschen neu, glaube ich, imagemäßig zu positionieren. Ein bisschen mutiger sein, sage ich dazu. Kommen wir mal zu Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd hat mit der MS Europa gerade in Bremerhaven ein Schiff in der Werft. Letztes Mal waren sie ja in Hamburg in der Werft, bei Blohm & Voss. Jetzt sind sie in Bremerhaven in der Werft. Das Ganze geht noch bis morgen. Morgen ist die Werftzeit vorbei. Danach hat man also 3 Wochen in der Werft zugebracht. Es wurde sehr, sehr viel gemacht am Schiff. Neben, ich glaube, 4000 Quadratmeter, das haben wir aufgeschrieben, 4000 Quadratmeter neuem Teppich, neue Sessel, Sofas, Teppiche, wie gesagt, und neues Farbkonzept für 132 neue Suiten in den Kategorien 1 bis 5. Hat man dort also wirklich sehr, sehr viel Arbeit aufgewendet, um das Schiff wieder neuen Look darzustellen. Wie gesagt, Farbkonzept habe ich ja schon mal angesprochen mit diesem korallfarbenen Ton. Das wird spannend werden. Sarah, die bei uns angefangen hat, unsere neue Mitarbeiterin in Salzburg am 1.10., hat ja auf der MS Europa gearbeitet als Crewmitglied über ein Jahr und hat da auch schon tolle Geschichten erzählt. Und genau, sie ist noch ein bisschen schüchtern. Ist uns irgendwann nämlich immer mit den Cruise-Alert, aber wir müssen ihr noch ein ganz klein bisschen Zeit geben, glaube ich. Ich habe es noch nicht mal zur Sprache gebracht, aber ich stelle euch sie nochmal vor. Es ist wirklich spannend, weil man auf diesem Schiff ja auch den Pool neu macht. Da hat man den neu reingehoben. 16 Tonnen ist dieses Becken schwer, wo man dann drin schwimmen kann, habe ich mal aufgeschrieben. Also interessante Zahlen, die dort präsentiert wurden. Ja, freut euch drauf. Die startet also jetzt wieder zur 25 Jahre Jubiläumsfahrt von der MS Europa. So alt ist das Schiff schon, aber immer wieder in einem fantastischen Zustand gebracht und 2027, 2028 ist dann die nächste Werftzeit angesetzt.
Richtig schön. Ihr Lieben, was habe ich noch? Ich habe mir noch aufgeschrieben, und zwar, dass MSC Cruises auch Umroutings bekannt gegeben hat. Die haben jetzt auch eine tolle Winteraktion noch, also wenn ihr da Interesse habt. Ich habe auch für alle süddeutschen Gäste aus dem süddeutschen Raum, München, Salzburg, die haben auch eine schöne 14-Tages-Karibik-Tour im Programm mit der Virtuosa, mit Flügen, auch von Salzburg über Frankfurt in die Karibik, zum richtig guten Preis zwischen 6.000 und 7.000 Euro, mit All-Inclusive, mit Getränkepaket, also mit Trinkgeldern in der Balkonkabine, ein richtig guter Kurs, sollte man auf jeden Fall in Betracht ziehen. Und ja, und die haben also das Umrouting Rote Meer auch bekannt gegeben. Die Weltreise mit der Magnifica, habe ich euch ja gesagt, geht rund um Afrika. Das Routing haben sie verändert. Aber auch die Grand Voyage, die sie mit der Euribia und mit der Musica vorhatten, die wurden aber vollständig abgesagt, weil man ohne Gäste, also ohne Gästebetrieb, dort das Routing jetzt in die Zielgebiete Asien und Dubai machen möchte. Na, ja. Deswegen wurden die abgesagt. Und ja, es ist ja immer so eine Frage, ob man diese Schiffe dann auch immer sofort wieder mit Gästen vollkriegt, gerade für die Tour unten runter. Ne? Das ist gar nicht so einfach. In dem Zusammenhang darf ich aber auch noch mal eine Sache erwähnen, und zwar Explorer Journeys. Die haben ja die Explorer 2 auf den Markt eingeführt, die am 15. September getauft wurde. Gleichzeitig wurde auch die Explorer 3 aufgelegt mit der Keylegung und der Münzzeremonie. Und auch die Explorer 4 haben sie jetzt einen Stahlschnitt gemacht. Also es ist vor der Keylegung ist immer der Stahlschnitt. Das ist so symbolisch, dass auch dieses Schiff jetzt im Bau ist. Und das ist geplant für Anfang 27. Also man hat von Explorer sehr, sehr viel vor, sehr ambitioniert. Die Feedbacks waren jetzt sehr, sehr gut von den Gästen, die dort unterwegs waren von uns. Wir haben, glaube ich, schon 4, 5, ich glaube sogar 6 Kabinen gehabt, die unterwegs sind, die das Schiff sich schon angeschaut haben. Und jetzt gibt es auch tolle Angebote noch für die Explorer 1 und 2 für dieses Jahr. Da lohnt es sich wirklich zu schauen, ob ihr da sowas nicht mal ausprobiert. Luxussegment zum wirklich guten Kurs, weil man dort die Schiffe auch wirklich mit einer guten Auslastung unterwegs haben möchte, um viele Gäste dafür zu begeistern. Macht das mal. Meldet euch gern bei uns. Da wird Pascha sicherlich auch bei Explorer noch den einen oder anderen Euro raushauen als Bordguthaben, als Dankeschön. Da kriegen wir schon irgendwas hin. Ich werde mich mal dafür einsetzen. Also ich denke, das wird gut werden. Ihr Lieben, das war es dazu. Habe ich irgendwas vergessen, was mir wichtig ist, euch doch zu sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war auch eine ganze Menge. Und wenn ihr Lust habt, dann freut euch gerne mit uns auf die nächsten, ich sag mal, 3 Monate. Wir haben wirklich was richtig Cooles vor auf unserer Seite heimathafen.com. Wir haben ja da neben unseren Ausflugstipps, die wir euch zur Verfügung stellen, auch die Live-Schiffspositionen. Ihr habt die Liegeplätze, die ihr sehen könnt. Wie weit sind die denn vom Stadtzentrum weg? Wir haben meine Landausflüge für euch integriert, wo ihr eure Landausflüge buchen könnt in den jeweiligen Häfen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da werdet ihr dann auf dem Hafen, wenn ihr die Ausflüge euch anschaut, weitergeleitet auf meine Landausflüge. Dort könnt ihr sie buchen und habt dann im Heimathafen auch eure Reservierung platziert. Und ihr wisst ja, Heimathafen buchen ist mit einem guten Gefühl buchen. Das macht uns aus. Und wenn ihr neugierig seid, das ist zu Recht, was die Seite bald kann oder nicht kann, seid gespannt. Wir freuen uns sehr. Michael ist am 7. wieder bei uns in Salzburg. Da wird wieder kreativ am Abend gearbeitet. Und ja, ich sag wie immer, vielen Dank fürs Einschalten. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Tschüss.